Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Und ja, heute mal wieder ein Clubrundgang. Es ist sowas, was ganz schön oft gefordert wird unter meinen Videos. Irgendwo verstehe ich ja, dass ihr gerne wissen wollt, was ich für neue Teams habe und so. Meistens ändert sich halt nicht so viel bei mir. Und wenn sich halt viel ändert, hat das meistens damit was zu tun, dass ich halt ein paar Videos plane mit den ganzen Teams. Squad-Bilder und Player-Reviews und so halt. Deswegen zeige ich es eigentlich dann nicht so gerne. Aber ich dachte mir, komm, zur Zeit hast du was, 10 Teams, da kannst du auch mal einmal rumzeigen und ich werde euch dann auch sagen, was ich als Squad-Builder geplant hat und dann wisst ihr schon mal, worauf ihr euch ein bisschen einstellen könnt. Und ja, das so eigentlich dazu. Wie gesagt, es wird oft gefordert, auch wird es oft gesagt, so, ich soll es in mein Ultimate-Team, in dieser Serie, die ich habe, immer zum Monatsende reinbauen, aber das wird dann deutlich zu lang, weil das Video ja schon immer relativ lang ist und das andere auch schon eine Zeit einnimmt, deswegen will ich das irgendwie getrennt machen und das hier nur so ab und zu, wenn ich meine, ja, jetzt ist es mal wieder Zeit, dass ich euch das Ganze wieder präsentiere. Wir sind immer noch in Liga 10, immer noch kein Online-Saisonspiel gemacht. Mal gucken, ob ich das irgendwann mal mache. Aber ja, ich würde sagen, wir gucken uns gleich die Teams an. Wir gucken erstmal, weiß ich nicht, was wir uns noch angucken wollen hier eigentlich. Ja, ich habe eine Kandidatenliste-Zeit noch einfach wegen ein paar Informs, die ich noch gekauft hatte. Und ja, mit denen ich jetzt nicht weiß, wo ich sie sonst hinpacken soll, ne? Außer vielleicht auf die Transferliste, aber es ist jetzt auch nicht so spannend, ne? Was haben wir hier noch? Mal gucken, Garein, ich versuche zu kaufen, noch ein paar Informs, noch ein Fagner, den ich habe aus der Bundesliga, ne? Den gab es ja nur für eine Woche oder so in den Packs und von daher ist es klar, dass sein Preis steigt und so weiter und so fort. Ja, und dann kommen wir zu den Teams. 10 Stück sind diesmal im Clubrundgang vertreten. Das erste kennt ihr auf jeden Fall schon. Gab es ja schon jetzt Squad-Bilder drüber, weil schon oft welche gefragt haben, ey, David, machst du mal ein überpowertes Team? Das ist euer überpowertes Team für den Preis. Jetzt gut, Riascos ist leider deutlich teurer geworden. Ich musste mir selbst einen zweiten neu kaufen, da ich meinen damals schon mal verkauft hatte. Dann habe ich mir nochmal neu gekauft, damit ich das Team wieder spielen kann. Und jetzt ist er ja auf den rechten Flügel gewechselt und ist wieder teurer geworden. Aber naja, das ist genau wie Johnson. Aber ja, das ist so ein ziemlich überpowertes Team für den Preis, wenn ihr eins mal haben wollt. Und es gibt ein Squad-Bilder zu dem Team. Einfach mal auf meinem Kanal vorbeigucken, dann findet ihr das. Und von daher muss ich dazu jetzt nicht mehr so viel sagen. Wer das mehr Meinung wissen will zu dem Team, sollte sich das Squad-Bild anschauen. Dann haben wir das 4-2-3-1-Team, das sich ja ein ganz, ganz klein wenig nur verändert hat. Und zwar haben wir jetzt Junior Malanda auf dem LZDM anstatt für Hegeler, der jetzt auch schon ganz raus ist. Also wie gesagt, Malanda mit seinen 90 Stärke oder was, er hat 95 Stärke gefühlt, 74 Tempo, 74 Fanning, 76 Kopfball, ist ja schon vor der Saison zu Wolfsburg gewechselt, aber dann ausgeliehen worden nochmal oder schon seit letzten Winter oder irgendwie sowas. Ansonsten hat sich an dem Team hier nicht verändert. Wir haben immer noch die Statistiken von Mlapa mit 134 Toren und natürlich Maxi mit 109 Vorlagen in 84 Spielen. Und ja, ansonsten das ja für mich beste 4-2-3-1 Bundesliga, das beste Bundesliga-Silberteam, was man haben kann. Gibt es immer über alle anderen Positionen verschiedene Meinungen, aber für mich ist es eindeutig das Beste und deswegen, ja, werde ich daran auch wahrscheinlich in der Zukunft nicht mehr so viel dran ändern. Ja, als nächstes haben wir dann ein Team, das nur aus Stronglings besteht. Das sah schon mal ein ganz kleines bisschen anders aus, das kennt ihr aber vielleicht. Ja, die zweite hier die rechte italienische Achse mit Inform, dem Second Inform Domenico Berardi. Aber ja, weil ich dann ausprobiert hatte und das Geld wieder haben wollte, habe ich mir eine billigere Seite gemacht mit der Sporting Lissabon Seite. Ansonsten haben wir natürlich hier noch Memphis Depay, dann haben wir ja, Chigawi und so weiter und die überpowerte südkoreanische Achse, wie gesagt, ein Stronglink-Team, nicht sehr kreatives, aber auf jeden Fall ein ziemlich, ziemlich starkes Team. Ja, dann gehen wir weiter ins nächste Team über und das ist das, ich meine das schottische Team, genau, auch das könnte man fast schon gerne aus einem Squad-Builder, ist kein kreatives Team und eigentlich weiß ich auch nicht, wieso ich es überhaupt noch habe, aber es hat eigentlich ganz Spaß gemacht, deswegen habe ich es einfach mal behalten und zwar, ja, hatten wir hier in den Inform Ryan Gold vorher stehen. Aber ja, wie gesagt, wenn ich Informs ausprobiert habe und ein Video drüber gemacht habe, verkaufe ich die danach eigentlich immer, weil ich dann auch wieder das Geld möchte für die nächsten Spieler, die ich ausprobieren möchte. Ansonsten haben wir natürlich hier einen 5-Star-Skiller mit Mackay Steven. Außerdem wollte ich das Team behalten, weil ich Good Willy behalten möchte, da er eigentlich in den nächsten Wochen und Monaten ganz schön
im Preis steigen könnte, wegen diesem perfekten Link zu MacSteam, und er aus den Packs raus ist, für den perfekten Link, da er gewechselt ist, wieder zurück in die N-Power Championship, also in die zweite Liga, FL Championship heißt sie ja jetzt, also in die zweite englische Liga. Da hat er auch zwei Karten, aber ist jetzt auch nicht so. Dann haben wir natürlich die niederländische Defensive quasi noch mit Rekik und mit Virgil van Dijk, wo ich schon überlegt hatte, mal seinen Inform auszuprobieren, aber der ist halt relativ teuer, weil es den ganz selten gibt, weil er relativ am Anfang war. Ansonsten, wie gesagt, nichts Kreatives. Und dann können wir auch direkt weitergehen zum nächsten Team. Und das ist das erste Team, über das ich bald ein Squad-Builder machen werde, denke ich mal. Denn ich habe es noch nicht ausprobiert, aber vom Aussehen her dürfte das so ein Team sein, was viele, viele in den Kommentaren immer von mir verlangen. Also was heißt verlangen, tut mir leid, das klingt jetzt falsch. Aber ein Team, das sich viele, viele immer wünschen von mir, dass ich sowas noch mache. Und zwar hatte ich ja in FIFA 13 so ein überpowertes 20-25k-Team mit, ja, wie es immer schon heißt, Kasim Richards und Emnes. Und ja, das hier ist mal wieder so ein 20k-Team. Bisschen teurer vielleicht, aber das sieht schon ziemlich, ziemlich stark aus. Und ja, allein schon Sakko, den wollte ich schon lange mal ausprobieren. Ich meine, 86 Tempo und 75 Schuss für eine normale Silberkarte, für nicht mal ein Inform, sieht schon heftig, heftig, heftig aus. Dazu noch Thievy vorne drin, der einfach mit 90 Tempo, ja, natürlich total überpowered ist, auch immer, wenn er gegen mich spielt. Dazu haben wir noch eine sehr solide Defensive mit Philippe und Sané. Und ansonsten auch kaum einen schlechten Spieler hier drin. Von damals hat einen Inform, den könnte man mit theoretisch einbauen für viel Geld. Braucht man jetzt auch nicht. Aber das wird wohl eins der nächsten Squad-Builder sein. Kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Und dann gehen wir weiter und sehen das nächste Team, was ihr schon kennt. Durch die zwei Player-Reviews, die ich gemacht habe. Eigentlich, wie gesagt, verkaufe ich, nachdem ich ein Video gemacht habe, meistens meine Informs. Eigentlich schon bevor ich das Video gemacht habe, sobald ich quasi meine, ich habe genug Clips, verkaufe ich meine Spieler schon. Nicht, dass ihr jetzt meint, oh, du machst immer nur das Video, damit du danach mit Profit verkaufen kannst. Als wird das erst mal was ändern, wenn ich ein Video mache, dass ich irgendein Spieler im Preis steigt. Nein, ich verkaufe die immer schon, bevor ich das Video raushaue. Auch damit das keiner behaupten kann. Ja, mit Lacazette natürlich und Griezmann. Aber das hat mir so gut gefallen. Außerdem finde ich, das ist einer meiner besser gelungenen Hybrids, weil ich die Links ziemlich geil finde, insgesamt gesehen, dass ich mich dazu entschieden habe, das Team zu behalten. Weil es halt wirklich auch ganz cool ist, als Silbergold mit einer starken Defensive, ein Top-Mittelfeld und vor allem einem Spieler, wo ich schon verleitet dazu war, überhaupt sogar nochmal ein Review über den zu machen. Yacine Benzi, ja, Features, wurde dieses Jahr wieder überragend geil. Ich meine, er war letztes Jahr schon natürlich ziemlich gut mit, also letztes Jahr ziemlich gut, so untertrieben, ne? Vielleicht einer der besten Bronzespieler überhaupt mal gewesen, aber seine Silberkarte ist immer noch überragend geil. Es macht unfassbar Spaß, mit dem zu spielen. Und deswegen habe ich das Team behalten. Dann kommen wir jetzt zu einem Team, was ich euch jetzt nicht groß vorstellen möchte, weil das der nächste Squad-Builder werden wird. Auf jeden Fall, da habe ich schon die meisten ein paar Clips abgedreht. Geht's natürlich hier um den Inform Moreno. Dazu wollte ich unbedingt Canales ausprobieren, da es bei dem hieß, dass der ziemlich stark sein soll. Und ja, ansonsten habe ich noch einen Costil halt gehabt, den ich eingebaut habe, den halt für Inform Investing, deswegen ist der auch hier drin. Ansonsten, ja, werde ich zu dem Team irgendwann anders kommen, sobald ich halt den Squad-Builder hochlade. So, nächstes Team dann ist das ist ein nächstes Team, über das ich wohl einen Squad-Builder machen werde. Das sind die zwei Silberteams, die ich dann immer zusammenführe, so nach dem Motto, ich mache eigentlich immer zwei Teams, erstmal wegen den Fitness und zweitens, damit ich immer gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann quasi. Und zwar dieses 4-2-3-1 Team aus Pro League, spanischer Liga, italienischer Liga und Bundesliga. Ja, sieht ziemlich geil aus. Mal sehen, wie sich das spielen lässt. Auch hier könnt ihr dann wohl ein Dings erwarten, ein Squad-Builder. Kann ich jetzt auch noch nicht größer drauf eingehen. Als nächstes haben wir dann, mal sehen, ein. Ja, genau. Das sind ja die nächsten Sachen, wo ich mich frage, was ich mit diesen Teams machen soll. Könnt ihr mir in die Kommentare mal lassen. Ich habe nämlich noch zwei Teams rund um den werten Herrn Neymar, den ich, falls ihr es nicht gesehen habt, bei Facebook habe ich es gepostet, den habe ich nämlich gezogen in einem, ja, Season-Ticket-Pack habe ich Neymar gezogen, weil er einfach extrem geil aussieht und ich mich sowieso schon die ganze Zeit dazu durchringen möchte, ihn mal auszuprobieren. Ja, habe ich ihn dann gezogen, dachte mir, jetzt ist auch mal Zeit, dass du es machst. Deswegen habe ich mir zwei Teams um den Herrn gebaut. Ihr könnt mir mal sagen, ob ihr lieber einfach
was zu Neymar alleine sehen wollt, sowas wie ein Player Review oder einfach, sobald ich ein paar geile Tore zu ihm habe, so eine kleine Mini-Compilation. Oder soll ich eins von den beiden oder beide Teams sogar auch Squad Player rum machen? Ihr seht gleich noch das zweite Team. Also lasst mich wissen, was ihr sehen wollt. Es sind halt Silber-Gold-Teams, wie ihr gerade seht. Ob ihr lieber was zu den. Das sieht irgendwie. Links sehen schon extrem komisch aus, finde ich in dem Team jetzt gerade. Ja, wie gesagt, lasst mich wissen, ob ihr lieber Squad-Bilder sehen wollt. Oder was alleine zu Neymar oder vielleicht einen ganz anderen Spieler in dem Team. Vielleicht den Sanchez in Form, den ich auch mal ausprobieren wollte. Den Second in Form sieht auch ziemlich geil aus. Ansonsten in dem Team natürlich noch die Bay draußen, Van Aanholt, ja, der Werte her hier, Lucas Piazon, Medel, der auch ziemlich geil natürlich aussieht mit 82 Defending. Und 70 Kopfball, 76 Tempo, offene für eine Silberkarte, sehr geile Werte. Einziger schlechter Spieler in dem Team wird der Kollege hier Brayford sein, der aber halt leider nicht anders zu ersetzen ist. Und ja, wie gesagt, das zu diesem Team. Und dann haben wir dazu natürlich noch eine zweite Variante, weil ich gesagt habe, ich habe mir gleich zwei Teams um ihn gebaut. Denn das zweite Team sieht dann wie folgt aus. Nämlich so, das war die erste Variante, die ich mit ihm gebaut habe. Auch das Team sieht sehr, sehr geil aus, muss ich zugeben. Wir haben hier 4-5-Sterne-Skill-Moves. 4-5-Sterne-Skiller so drin. Mit Jobson vorne drin natürlich. Dann haben wir Walison. Dann haben wir noch einen Spieler. Nein, dann haben wir natürlich auch noch Neymar. Und dann einen Spieler, den ich schon lange, lange endlich mal ausprobieren wollte, aber irgendwie nie in meine Teams einbauen konnte, und zwar McNelly Torres. Sieht ganz ordentlich aus und ja, ich hoffe mal, dass er sich auch über mir überzeugt, dass es bei mir auch zeigen kann. Dann haben wir noch Thiago Silva und Ilori, eine ziemlich geile Abwehr, glaube ich. Und generell sieht das nach einem sehr, sehr geilen Team aus, muss ich zugeben. Habe ich mich selbst übertroffen? Nein, Scherz. Aber ich finde, es sieht schon ziemlich, ziemlich cool aus. Und auch mit einer transferierten Karte, und zwar dem transferierten Ilori, der jetzt bei Granada spielt, ausgeliehen ist. Also ja, sagt mir, ob ihr eins von den beiden Teams als Squad-Builder sehen wollt oder doch lieber nur was zu Neymar alleine. Und ja, das sind dann die Teams, die ich jetzt zurzeit bei mir so im Club rumlungern habe. Dies dazu, wie lange sind wir denn schon? Oh, wir sind schon eine ganze Weile unterwegs, deswegen weiß ich nicht, was ich euch jetzt noch zeigen könnte. Wir gehen noch einmal, wie gesagt, das habe ich euch hier schon gezeigt. Wir gehen noch einmal auf meinen Verein, um zu gucken, was da noch so rumgarnert, ne? Als ja ein Clubrundgang ist. Wie gesagt, der Sanchez, den ich im Team habe, dann so ein paar Spieler, die ich halt Inform Investing gemacht habe. Ich könnte eventuell mal ein Video über Inform Investing machen. Das ist jetzt nicht das Allerspannendste und eigentlich finde ich auch relativ ein simples Prinzip. Aber wenn ihr es unbedingt wollt, dann lasst es mich, wie gesagt, in den Kommentaren wissen, dass ich mal sowas, ja, als kleinen Trading-Tipp was zu Inform Investing mache. Wie ihr seht, habe ich hier so ein paar Rumlungen, so ein paar Informs halt aus den letzten Team der Wochens. Ja, ansonsten haben wir dann noch Thiago Silva, Ramos, Neymar als meine höchstbewertesten und teuersten Goldspieler. Matic, den ich mal gezogen hatte, dann natürlich die ganzen. Ja, Traoré, der gewechselt ist, Benteke, weil ich ihn einfach gezogen habe. Mir dachte, den behalte ich mal. Vielleicht baust du ihn ja irgendwann nochmal ein, um zu sehen, wie viele Tore ich mit ihm hinbekomme. Sollte ich jemals ein Season-Team bauen, werde ich mir Benteke auch zu 99% mit einbauen, weil er einfach der überpowerste Stürmer wahrscheinlich ist in diesem Spiel. Und dann natürlich noch meine Millionen von Silberspielern, die ich euch jetzt nicht unbedingt alle zeigen muss, denke ich mal, weil ihr ja die meisten gerade gesehen haben werdet. Wir gehen noch einmal gucken, was wir im Bronzebereich noch so rumgaunern haben und sehen, dass eventuell da noch ein Team zustande kommen könnte. Da habe aber zurzeit keinen Star. Dann natürlich noch die ganzen irischen Spieler. Wenn sich das fragt, einfach mal überlegen, dass es die letzten Jahre mal den St. Patrick's Day gab und da natürlich dann eine Menge, Menge Profit gemacht werden kann mit gewissen Spielern. Ich kann mich immer sagen, hier Westwood 2000 kostet mittlerweile 8000 oder so. Den größten werde ich wahrscheinlich mit Long machen, das werde ich euch jetzt noch nicht zeigen, aber ja, könnt ihr euch wahrscheinlich denken schon. Und ja, was gibt's noch? Vereine, ich meine Pokale als letztes noch. Hat sich da irgendwas geändert? 25 Mal den Silbercup, einmal und zweimal Bronze. Also Gold muss ich mich auch mal bald dransetzen, dass ich den wenigstens einmal gewinne. Und ja, ansonsten sind wir auch schon am Ende angelangt. Wie gesagt, lasst mich wissen, ob ihr von dem einen der beiden Teams eventuell Squad-Bilder sehen wollt. Und zweitens, ob ich eventuell mal ein Video zum Thema Inform Investing machen soll oder es lassen soll und ihr sowieso alles darüber wisst. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bewerten bitte nicht vergessen, wenn ihr noch weitere Clubgänge in der Zukunft sehen wollt. Und dann bis